Über ein Pop-up-Fenster, die gegnerischen Truppenreifenkrücken vorgreifen sie an, überwältigen sie sie. Ja, hier oben, das ist meine. Kann ich sogar steuern oder nicht? Nee, kann ich nicht steuern, okay. Ja, Aufklärungsflugzeug hier und dann erkennt man eben hier rücken Panzer vor, okay. Hier stehen eh noch irgendwelche Einheiten, glaube ich, jawohl. Also sehr vorsichtig vorgehen. Irgendwo habe ich, ja, da. Jetzt ist nur die Frage, nehme ich vielleicht lieber den Panzer 2, der klotzen soll. Okay, das scheint mir aber gerade sehr leise zu sein. Sound. Effekte. Musik. Ja, Musik gibt es, glaube ich, gar keine. Voices. Okay, Return to Game. Jawohl, passt. So. Oh, mich hat's hier erwischt. Ich nehme an. Sehe ich gerade nichts mehr, schade. Jetzt weiß ich nicht, habe ich den gerade eben schon anschießen lassen oder ist das schon. Ist das schon länger her? Das ist natürlich jetzt scheiße. Jawohl, Herr Oberst. Vielleicht mal den Panzer 3 erstmal zurückhalten. Verpiss dich erstmal nach da hinten. Da habe ich wohl irgendwo nicht aufgepasst. Oh, hauaha. Der Jäger ist es hier. Das ist aber scheiße. Ich hab's ja noch was schafft. Wo ist er? Wo ist der Heslon? Haut hoffentlich wieder ab. Okay. Ja, es kommt jetzt da nichts Besonderes an, das ist alles okay. Ich weiß nur nicht, was da jetzt noch an Artillerie im Hinterland wartet, was mich eventuell beschießen kann. Das ist das Problem. Naja, aber deswegen jetzt einen neuen Spielstand ist auch Quatsch. Wenn wir hier was groß verkacken, dann kann man es halt komplett neu laden. Ist auch okay. Komm, hau ab. Okay, das war's schon. Das war nicht viel. Ja, den würde ich jetzt gerne ein bisschen schützen erstmal. Panzer 4D, Panzer 4G, okay. Wir sind bereit. Sag mal, kannst du mal abhauen, statt wieder anzufliegen? Du nervst ein bisschen. Feststellen. Wir sind bereit. Schneller! Flieger geht mir ein bisschen am Sack. Naja gut, wir speichern das jetzt einmal trotzdem über, ja, jetzt, was weiß ich, Angriff 2. Achso, das andere Angriff war ja das noch auf der alten Karte, wo ich ziemlich aufs Maul gekriegt habe, dann von anrückenden Russenpanzern, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Jawohl. Ich habe das Spiel ja exzessiv eigentlich mal gezockt, aber das wusste ich gar nicht mehr. Da kommen sie jetzt mit Infanterie an. Einheit bereit. Na, na, na. Also, Ruhe ist. Lass dir bloß nicht einbilden, was zu schaffen, du Arschloch. So, von hier soll dann angeblich auch noch was kommen. Wahrscheinlich erst, wenn ich hier in der Dorfmitte bin, nehme ich an. Dann kommt wahrscheinlich davon von links die Totenkopf vielleicht. Oder kommt die von oben? Weiß nicht, hatte ich hier. Wie war denn das? Ich glaube, ich kriege hier einen Panzerzug. Ja, ja. Auch noch. Na, mal schauen.
Schau erstmal zu, ob du das siehst, bitte. Ja, da sehen wir noch was. Okay. Jawohl, Herr Oberst. Aha, da sind sie. T-70, ja gut, T-70 sind ja jetzt wohl nicht der Brüller, das muss ja wohl schaffbar sein. Jawohl. Weiter geht's. Ja, den ersten haben wir schon. Wir brauchen gar nicht so weit vor, wenn wir ganz langsam vorgehen, dann kann der gut treffen. Weil der, ja, der hat eine gute Reichweite. Sehr schön. Wir sind bereit. Genau, dann gibt's den nächsten. Der jetzt schon zweimal auf die Fresse kriegt oder so. Bam, das war's. Gut. Wichtig. Very nice. Jetzt überlege ich gerade nur, muss ich hier das Haus vielleicht nochmal kurz beobachten? Wir rücken vor! Sag mal, der scheiß Jäger geht mir auf den Sack. MiG-3 oder so. Ziemlich nervig. Etwas vor! Super, du schießt aufs Haus, statt auf den Panzer. Du bist vielleicht eine Pfeifenwurst, ey. Okay, tschüss, das war's. Jawohl. Aha, und jetzt passiert hier oben was. Tatsächlich. Ah, endlich, ich krieg Flak. Dann kann ich den Arsch nämlich loswerden. Aber ich glaube echt, ich krieg hier einen Panzerzug. Das heißt, ich muss die Leute erstmal von den Schienen kriegen, ey. Ganz unbedingt. Das ist jetzt zwingend notwendig. Hier habe ich auch nochmal Flak-Vierling. Ah, das gefällt mir, dass ich hier Flak dabei habe. Dann muss ich sagen, das gefällt mir gut. Weil das ist ein bisschen nervig jetzt gerade gewesen. Mit dem Flieger da unten. Aber den kann ich ja dann vielleicht loswerden. Vielleicht. Macht euch fertig. Naja, wir machen lieber den Gegner fertig. Wie wäre das? Ja. Wäre das nicht das Ding? Das wäre voll das Ding, finde ich. So wie gestern der Club den Kieler kaputt gemacht hat. Geil war's. Haben wir da was Schönes gesehen. Warte, kommt da auch was an? Ja, müssen wir ein Auge behalten. Einheit bereit. Schneller. Ja. Gucken, was da so ankommt. Ich habe das nämlich, glaube ich, schon mal gespielt, die Mission, und ich bilde mir ein, da kam echt ein Panzerzug und ich wusste es nicht und habe die alle auf den Schienen stehen gehabt. Und die sind mir volles Ballett alle krepiert. Ja, ist ja logisch. Das war dann nicht ganz so günstig. Aber naja. Sie wünschen? Soll es das schon gewesen sein, oder was? Wir beeilen uns. Unsere Luftabwehrtruppe nähert sich. Ja, das habe ich gemerkt. Gott sei Dank. Ach, das ist wirklich nur eine reine Luftabwehrgruppe. Macht aber nichts. Das ist gut. Das war ein Problem daran. Ich krieg die gar nicht hier rüber, oder? Habe ich hier irgendwo einen Übergang? Nee, hier gibt's keinen Übergang. Aha, das heißt, die müssen von da drüben bis da rüber schießen. Na gut, ab und zu kommt der ja in Reichweite. Dann kann ich ihn erwischen. Okay, was soll's. Kommt da noch was? Ja, die hingen natürlich ein wenig hinterher. Klar, hinter den Kampfeinheiten. Logisch, sehe ich ja ein. Ja, das scheint es gewesen zu sein. So, und jetzt schießt er mal auf den Hessler da. Jetzt könnt ihr den Hessler mal auf den Himmel holen. Ja, okay. Da haben wir irgendwas erwischt. So. Gut. Wir sind bereit. Los geht's. So, wenn er nochmal ankommt, holt den vom Himmel, Mann. Der nervt mich. Ach, da ist sogar ein General dabei, was? Ja, aber nee, aber ein Oberst. Tatsächlich ein Oberst. Okay, nicht schlecht. Jawohl. Ich bin begeistert. Wir rücken vor. Ja, das hoffe ich doch schwer. Wir sind bereit. Weiter geht's.
Wollte jetzt den Hässler da vom Himmel. Der nervt mich. Jawohl. Ah, da hier steht Pack. 45 mm wäre jetzt ja nicht unbedingt verkehrt. Die zu übernehmen vielleicht, aber ja, meine Infanterie da drüben, die hat keine Chance rüberzukommen. Hier gibt es keine Möglichkeit, eine Pontonbrücke zu bauen. An Klippen geht es nicht. Na, verdammte Axt. Reichen die zwei, drei Hanseler, die ich da drin habe? Wahrscheinlich nicht. Ach Quatsch, das sind ja nur Besatzungen, kannst vergessen. Ist wahrscheinlich dafür gedacht, wenn ich was ausschalte. Ja gut, das heißt, ich fahre mal hier hin. Vorher soll ich vielleicht speichern, dass ich hier irgendwo Scheiße baue. Yes. So. Okay. Erwischen wir den mal? Wir erwischen den nicht. Der ist zu weit weg. Ist doch scheiße. Zug meldet sich zur Stelle. Los, los. Macht schneller. Sanitäter bereit. Hier steht nochmal Pack. Wie gesagt, es sind nur 45 mm. Die kriege ich schon. Weil ich kann mit meinem Panzer weiterschießen. Das ist okay. Aber... Die Frage ist, ob ich es mit der schaffe. Mit dem schaffe. Mit dem wahrscheinlich nicht. Feuern wir jetzt endlich mal auf den Flieger. Oh, von wegen. Ach du Scheiße, was kommt denn da an? Aha! Jawohl. Weiter, weiter! Was ist das für ein Scheiß jetzt? Wow. Okay. Wow. Was ist denn da los? Gefällt mir ja gar nicht, dass da noch was ankommt. Schaut mal zu, dass er jetzt von dem Gleisen wegkommt, weil vielleicht kriege ich ja jetzt doch eine Verstärkung. Irgendwie hatte ich das im Kopf, dass ich Verstärkung kriege. Ich weiß nicht warum. Wie weit triffst denn du? Ich glaube, das können wir vergessen. Ja, das können wir vergessen. Also der wird nix. Aber vielleicht. Ja, deine Anweisung wird sein, hier runterzufahren. Da kommt noch was an. Voll daneben geschickelt, aber trotzdem den Panzer erwischt. Das ist cool. Das ist einfach faszinierend. Okay, die Pack hätte mich jetzt praktisch in Reich. Ja, jetzt schießen meine Panzerfaustschützen auf die Infanteristen. Das ist natürlich super sinnvoll. Das ist vielleicht sinnvoller, wenn wir das mit den Carabinieris machen hier. Ja, Carabinieris sind es natürlich nicht, es sind Karabinerschützen, weil Carabinieris wären italienische Polizei, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich laber gerne mit blöd, ne? So. Okay, rückt ihr mal vor, die anderen rücken zurück. Ja, fuck. Die schaffen es nicht mehr. Aber egal, ich hab noch... Ja, wo hast du? Arschloch heißt es. Nicht wo hast du. Los. Danke, das war's. Schrott. Da hat eine schöne Haie drauf geknallt. Jawohl, Herr Oberst. Jawohl. Hier ist jemand. Jetzt kriegt er aufs Maul.
Okay, Feierabend. So. Es ist jetzt langsam mal Schluss hier mit irgendwelchen Blödsinn, der da ankommt. Ihr versteckt euch mal ein bisschen da hinten. Du gehst von den Gleisen weg immer noch. Wir sind bereit. Weil die Idee, auf den Gleisen zu stehen, die gefällt mir gar nicht. Okay. Gut, was ist da unten noch? Oh, kann sein, dass ich das ausschalten muss, bevor die Verteidigung, die Verstärkung da ankommen kann. Was ist denn das? Ist das ein Ratschbumm oder nee, eine normale 45er? Ne, die schaffe ich. Verstanden. Beweg dich mal dahin. Kommt da jetzt noch mehr Scheiße oder sind wir langsam fertig? Mit uns hin. Wen interessiert die Infanterie? Schau lieber, dass du nach der Pack dich rührst, du Idiot. Da hält ja sein Turm auf die Infanterie gerichtet. Was ist das für ein Unsinn? Also. Könnte sein, dass wir die erwischen schon. Wäre gut. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich die Mission jemals gespielt? Oder gab es da irgendein Problem? Oder war. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Einheitsbereit. Machen wir jetzt live failen. Das ist schon mal sweet. Dann haben wir es nämlich dann leichter, wenn da wirklich Verstärkung kommt, weiß ich nämlich nicht mehr sicher. Jetzt erstmal ein bisschen vorrücken weiter. Das war eine dumme Idee. Du hast bei mir angeklopft, hast du aber selber aufs Maul gekriegt dann. Ja, du hattest jetzt selber nur ein Panzeranklopfgerät. Ich meine, gut, ja. Du hast mir einen leichten Schaden zugefügt. Wird schon gehen. Ich bild mir ein, da kommt noch was, aber wann? Ich weiß den Träger nicht mehr. Taktisch unklug, ne? Die steht da irgendwie so richtig beschissen. Aber die zielt aufs andere Flussufer. Warum zielt die aufs... Ach so! Wegen dem. Jetzt haben wir natürlich die Chance. Nee, haben wir nicht. Ganz knapp treffen wir die nicht. Weil wenn wir hier so hintreffen würden, könnten, dann haben wir eine Chance, dass wir durch Streufeuer den erwischen, weil die streuen ja die Flak. Das sind ja 20 mm. warte mal. Einheit bereit. Weiter geht's. Ich weiß nicht, kommt da noch was oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Also für mich jetzt. Ah, was erwischt? Ja, weißt du was? Passt schon, ihr habt alle genug Munition. Scheiß doch drauf, ob ich die Munition verliere. Das ist schon in Ordnung.
Sag mal, triffst du auch mal was, du kleine Pfeifenkopf? Das ist ja wohl nicht normal. Jawohl. Aha, jetzt dreht er sich. Jetzt erkennt er doch die größere Bedrohung in mir. Einheit bereit. Vor dem Ort haben wir. Ich weiß gar nicht, was ist denn das Ziel, verdammt? Soll ich durchrücken oder hier durchlatschen? Oder was soll ich denn machen? Objectives. Einige können bewegt sich unsere vierte Panzer, weil jetzt im Fluss Polter war. Ja, okay. Ich soll einfach, genau. Weiter Richtung Kharkiv marschieren. Ja, tatsächlich. Vernichten Sie alle Gegner, die sich Ihnen in den Weg stellen. Ja, bewegen Sie sich weiter nach Süden, parallel zu der Polter war, ja. Und da unten ist wohl hier, ist wohl der Rendezvous-Punkt, okay. Vernichten Sie alle Gegner. Bewegen Sie sich weiter nach. Nach Süden. Ja, um den Rendezvous-Punkt. Und ich nehme an, der Rendezvous-Punkt ist hier. Also das ist einfach mein Ziel. Na ja gut, das ist jetzt nicht allzu schwierig. Ich glaube, das war sogar wirklich gar keine so schwierige Mission. Ich meine, wenn man ein bisschen aufpasst. Ja, weißt du was, wir rücken jetzt noch ein bisschen vor und dann lassen wir es aber mal gut sein. Nur ein kleines Stück. Und dann war's das. Ah ja, jetzt sehen wir auch die Infanterie. Prima. Ja. Panzer 4D ist doch gut. Der hat doch HE. Also in Panzergeneral ist es so. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch der Fall ist. Ne? Der hat die kurze Kampfwagenkanone. Der ist speziell ein Infanterie-Unterstützungspanzer. Also mit dem fahren wir jetzt mal vor. Also. Dann sage ich hier mal danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, gerne doch, tatsächlich. Das ist der Infanterieunterstützungspanzer, HE-Munition. Ja, super. Super. So eine halbe Haubitze, die er drin hat. Prima. Also bis denn. Ist nicht mehr viel. Gucken wir mal, was kommt jetzt. Weil der hat mir ja hier irgendwas angezeigt. Da müsste ja von hier jetzt noch was kommen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich in der Dorfmitte bin und hier ist alles frei. Bis denn.